Mit der mobilen Arbeitsmittelverwaltung von Wirtig behalten Bauunternehmen den Überblick über ihre Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Bestandsartikel. Das Bauunternehmen Rundholz aus Dortmund setzt die neue Lösung für die Arbeitsmittellogistik seit 2018 ein. Das Bauunternehmen Rundholz ist mit seinen 120 Mitarbeitern fester Bestandteil der Dortmunder Bauwirtschaft. Es wird von Stefan Rundholz geleitet. Unser Familienunternehmen wurde von meinem Großvater 1945 gegründet und ich leite jetzt seit 22 Jahren das Ganze verantwortlich in der dritten Generation. Wir haben damals, als mein Vater mir die Firma übergeben hatte, 35 Mitarbeiter gehabt. Jetzt haben wir 120. Wir planen einen Zielumsatz von ca. 30 Millionen Euro mit unseren 120 Mitarbeitern. Wir erstellen schlüsselfertige Industriebauten, Hallen, Büros, Kaufhäuser und dergleichen. Wir haben uns allerdings auch eine Nische gesucht, die wir nennen schlüsselfertiger Umbau bei laufendem Betrieb. Und hier bauen wir in letzter Konsequenz Krankenhäuser schlüsselfertig bei laufendem Betrieb um. Und dort sind wir in erster Linie mit eigenen Mitarbeitern tätig, die sich im laufenden Betrieb auskennen und das nötige Fingerspitzengefühl dafür mitbringen. Um bei der Vielzahl von Baustellen stets den Überblick über die verschiedenen Arbeitsmittel zu behalten, wurde bei Rundholz die mobile Arbeitsmittelverwaltung von Wirtig eingeführt. Im ersten Schritt wurde die Geräteverwaltung eingesetzt, die Wirtig seit 2009 anbietet. Alle Geräte wie Werkzeuge, Maschinen oder Container wurden mit NFC-Tags ausgestattet. Wenn ein Mitarbeiter ein Gerät übernimmt, scannt er den NFC-Tag mit der Wirtig-App auf seinem Smartphone. So ist dokumentiert, welcher Mitarbeiter wann, wo und für welche Baustelle welches Gerät übernommen hat. Es lässt sich jederzeit lückenlos nachvollziehen, welcher Mitarbeiter für welches Gerät verantwortlich ist. Und wir wollten einfach wissen, welches Gerät ist auf welcher Baustelle, ja, welche Bohrmaschine ist wo. Früher hatten wir bei geschätzten 20 Baustellen, wussten wir, wo jede Bohrmaschine, jeder Abbruchhammer und jede Stichsäge war. Heute bei ca. 80 Baustellen ist das nicht mehr so einfach. Und da behelfen wir uns einfach mit der Arbeitsmittellogistik-Software. Die Übergabe einzelner Geräte zwischen den Mitarbeitern und auf die Baustellen ist also seit langem gelöst. Doch wie soll die Übergabe größerer Mengen von Arbeitsmitteln gehandhabt werden? Beispielsweise bei der Einrichtung neuer Baustellen. Hierzu hat Wirtig die Arbeitsmittellogistik entwickelt. Sie bildet den kompletten logistischen Prozess bei der Arbeitsmittelhandhabung in Bauunternehmen ab. Bauleiter und Poliere bestellen ihren Bedarf über den Browser ihres Notebooks. Sie wählen aus dem umfangreichen Arbeitsmittelkatalog die benötigten Arbeitsmittel aus. Neben Geräten, die NFC-Tags tragen und so eindeutig identifizierbar sind, können auch Bestands- und Verbrauchsartikel wie Schalungsträger, Stützen oder Baumaterial bestellt werden. Die Mitarbeiter auf dem Bauhof finden die eingehenden Bestellungen in ihrem Wirtig-Programm. Sie drucken die Bestellung aus und stellen die Arbeitsmittel zusammen. Wenn ein bestelltes Gerät nicht verfügbar ist, wird eine Alternative ausgewählt. Die Geräte werden bei der Kommissionierung gescannt, damit nachvollzogen werden kann, welches Gerät geliefert wurde. Nachdem die Kommission zusammengestellt wurde, wird die Lieferung am PC abgeschlossen. Die Fahrer werden daraufhin in ihrer Wirtig-App über die neue Lieferung informiert. Die Lieferung wird nun zur Baustelle transportiert. Der Bauleiter auf der Baustelle findet den Lieferschein in seiner Wirtig-App. Dort prüft der Bauleiter oder Polier, ob die Lieferung dem Lieferschein in seiner App entspricht. Wenn die Mengen korrekt sind, quittiert er den Lieferschein. Falls er Mengenabweichungen feststellt, trägt er die abweichende Menge ein, damit der Sachverhalt geklärt werden kann. Mit seiner Quittung werden die gelieferten Arbeitsmittel der Baustelle zugebucht. Außerdem wird der Besteller verantwortlich für die Geräte. Sie werden seinem persönlichen Bestand hinzugebucht. Das Unternehmen weiß, welcher Mitarbeiter welche Geräte besitzt, welche Arbeitsmittel sich auf einer bestimmten Baustelle befinden, wo sich ein bestimmtes Arbeitsmittel befindet und wer zu einem bestimmten Zeitpunkt für ein Gerät verantwortlich war. Schäden an Arbeitsmitteln und Verluste werden reduziert.